Yeah. Flizzy. Yeah. Deutscher Rap, ich mag dich nicht. Ich hab für dich gekämpft und war am Start für dich. Du bist mir ein bisschen fremd und nicht mehr da für mich. Denkst du echt, ich bin nicht intelligent und check die Lage nicht? Ich mach auf nett, nimm mir dein Geld, bänge dich weg, ach laber nicht. Du bist nicht sauber wie Geschäfte auf dem Straßenstrich. Die Richterin erklärt mir die Gesetze vor dem Strafgericht. Ein Kommentar, Beko war's nicht mehr, sag ich nicht. Flair war so lang auf der Straße, dass er fast Arabisch spricht. Hallo René, Reason ist nicht mehr bei Maskulin, weil er nicht mehr wollte. Er wollte lieber den normalen Weg gehen, sozusagen den normalen Werdegang, den jeder junge Erwachsene gehen möchte. Dieser Lifestyle als Rapper bei Maskulin war ihm anscheinend zu risikoreich. Deswegen machen wir es jetzt alleine. Aber es ist kein Hate, es ist alles cool. Schläge für meine Gegner, jeder macht seine Fehler. Ich bin kein Fan von deinem Label mehr, du Scheißverräter. Du kannst nur bei Nacht mit deinen Gangstern kommen. Draußen sieht man dich nur noch bewacht wie das Pentagon. Das war ja damals auf jeden Fall mal geplant, als wir bei Agro waren, so leider nie zustande gekommen. Ja, auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall bereit. Wenn Flair irgendwann bereit sind, wird es auf jeden Fall kommen, Alter. Aber erstmal Maskulin, Südberlin Maskulin 2, der Sampler, dann mein Album und dann schauen wir mal, wie die Luft ist. Ich brauch die Geschichte nicht zu kennen, deine Clique, deine Gang. Sag, was ist das für ein Slang? Ich bin immer noch kein Fan davon. Yo, Johannes Kaiser, wie bereite ich mich auf eine Tour vor? Man trifft halt so die übliche Vorkehrung, Licht, Sound, noch ein bisschen Bodybuilding, ein bisschen Anabolika, nein Quatsch. Auf jeden Fall, du solltest im Vorfeld ein bisschen joggen gehen, du solltest schon gucken, dass du nicht auf einmal auf der Bühne stehst, da rumhampelst und auf einmal bleibt dir die Luft weg, das ist schon sehr wichtig. Du musst auf jeden Fall auch alle E-Mails beantworten, weil du bist dann auf jeden Fall 2 Wochen erstmal weg aus dem alltäglichen Leben und den Briefkasten solltest du auch entleeren. Sonst kommst du wieder, Alter, und der Platz oder ist schon aufgeplatzt, ist schon kaputt. Deswegen auch so die üblichen Sachen halt. Und Klamotten, jede Menge coole Klamotten. Maskulin Merchandise. Deutscher Rap, ich mag dich nicht und du magst mich nicht. Ich bin kein Fan davon, ich bin kein Fan davon. Diese Leute wollen Frieden, ich vertrag mich nicht. Hallo Marali, ist mir das manchmal zu viel mit den ganzen Fans und Weibern und Groupies? Ich sag dir wirklich, wir hatten gerade gestern auch im Tourbus eine riesen Auseinandersetzung. Weil es einfach stressmäßig zu viel war, sage ich dir ganz im Ernst, manchmal knallt's. Aber eigentlich muss man dankbar dafür sein, was man erreicht hat und was man im Leben gerade hat. Und es ist natürlich immer sehr schwer, sich wieder zu besinnen und zu gucken, wo war man vor 5 Jahren, wo war man vor 10 Jahren. Und deswegen sollte man in erster Linie dankbar sein, aber auf jeden Fall sage ich dir wirklich, manchmal liege ich zu Hause im Bett und denke mir, Alter, wäre ich mal kein Rapper geworden. Ich scheiß auf jeden, ich bin immer noch kein Fan davon. Ich hab den 6. Sinn und witter meine letzte Chance. Und du bist Fan von jedem, den du aus der Zeitung kennst. Ich bin kein Fan von dem, was du dein Album nennst. Schuh Anabol Ali, alles gut bei dir? Ich hoffe, du spritzt dir nicht zu viel Anabolika, ist nicht gut. Macht impotent. Dings, mir war nicht schwer, weil ich in meinem Leben bis jetzt eine Menge erlebt habe. Viele gute Sachen, aber auch viele, viele aufregende Sachen und deswegen gab es eigentlich genug Material und eigentlich hätten wir das Buch noch 3-mal so dick veröffentlichen können, aber wir haben es dann halt so gelassen, weil wir wollten auch, dass es eine schöne Geschichte ist mit einem schönen Ende. Aber du hast recht, andere müssen erst 80 werden, damit sie so viel Scheiße erleben wie Flair mit 27, Alter. Aber hat funktioniert, hast du ja gesehen. Ich bin kein Fan von deinem Twitter-Account. Was Rap in meiner Gegend, wär's bitter gehauen. Du hattest immer einen Traum, doch dann kam ich vorbei. Zu wenig auf Twitter. Ja, ja, sag das, meine Seele. Genau, das sag mir Flair auch mal, Alter. Ich muss mal ein bisschen mehr. Du wolltest nicht mal deinem eigenen Groove haben, Alter. Was? Du musst mal auf Follow Me klicken, Alter. Du weißt ja nicht mal, was ich mache, Alter. Das Ding ist, Alter, ich bin sowieso nicht so der krasse Internet-Typ, so. War ich noch nie. Und ich muss erstmal da ein bisschen reinkommen in das Game, so. Und ich werde mich auf jeden Fall probieren zu bessern. Tut mir echt leid. Ich werde gleich erstmal twittern, gerade Interview gemacht. Ja, wie gesagt, ich muss erstmal ein bisschen reinkommen in diese Twitter-Welt und so. Und ist cool, wird schon besser. Auf jeden Fall. Ist nur eine Frage der Zeit, bis ich ganz oben in die Charts kletter. Deutscher Rap besteht aus Pussys und Arschlöchern. Hallo Björn, die Aktion mit David Hasselhoff ist leider in die Hose gegangen, weil David Hasselhoff ein Ami ist und die Amis quatschen immer gerne. Und wenn die Amis in Deutschland sind, dann sagen die, yeah man, yeah, yeah, let's make some business, yeah, you are a very nice person, yeah. Und am Ende des Tages sind sie wieder in Amerika auf Drogen und auf Alkohol und haben die Hälfte vergessen. David Hasselhoff ist trotzdem eine lebende Legende. Aber wie gesagt, Alter, so ich glaube, das war alles mehr Spaß als eine ernste Angelegenheit. Und wenn ich ihn mal wirklich live sehen sollte, persönlich treffen sollte, dann werde ich ihn mir auch zur Brust nehmen.
Ja, Michi, Solo-Karriere bei mir ist erstmal vorbei. Bin jetzt Label-Boss und guck mal jetzt, ob ich eventuell ein Kollabo-Album mit Zilla auf die Reihe bekomme und meine Künstler rausbringe. Aber jetzt mit Solo-Album, ich hab keinen Bock mehr, ist vorbei. Ich brauch die Geschichte nicht zu kennen, deine Clique, deine Gang. Sag, was ist das für ein Slang? Ich bin immer noch kein Fan davon. Und auch wenn mich inzwischen jeder kennt, ich halt mich nicht an jeden Trend. Ich bin immer noch kein Fan davon.